don't have to worry about nothing. Cause we got the fire, and we're burning one hell of a something. They gonna see us from outer space, light it up. Like we're the south of the human race, human race. When the light's turning down, they don't know what they heard. It's like the match playing loud, giving love to the world. We'll be raising our hands, shining up to the sky. Cause we got the fire, fire, fire. Yeah, we got the fire, fire, fire. And we're gonna let it burn. They can put it out, out, out. We can let it out. Sag mal, ist das Lied nicht voll schwer zu singen? Das ist ja unglaublich. Ja. Ja, mega habt ihr das gemacht. Lena, wie hat's dir gefallen? Ja, richtig gut. Richtig, richtig gut, Mädels. Ihr habt es richtig gut gemacht. Danke. Euch das Strahlen an. Unser Kind steht da. Das ist Wahnsinn, oder? Ja, ihr seid wirklich ein super Package, wie ihr beiden da oben steht, finde ich. Lene, ich stehe total drauf, wie du die leisen Töne so singst. Also wirklich so sensibel, wie du diese kleinen Noten angehst und sie nicht halt laut verhunzt, wie das ja viele tun, leider. Das ist wirklich eine hohe Kunst. Also finde ich ganz toll. Danke. Und Lara, es ist einfach toll, dich auf der Bühne zu sehen, wie du in der Musik drin bist, wie du das einfach lebst. Du Vielen Dank. Bist für mich so 1000% Musik, also... Ganz großes Kino. Dankeschön. Ich habe mich bei euch beiden auch umgedreht und da kann man eigentlich das Kids by the Voice halt eben weglassen. Das habt ihr so sensationell gemacht und ich muss wirklich sagen, ich bin ein Fan vom Team Lena, aber das setzt dem Ganzen wirklich nochmal eine Krone auf. Dankeschön. Aber ich würde in diesem Falle wahrscheinlich für Lara gehen. Danke. Ihr habt den Song zu eurem gemacht und ihr seid miteinander mit dem Song gewachsen und ihr habt beide eine riesige, riesige Entwicklung gemacht. Und wegen euch, finde ich, ist The Voice Kids so cool, weil wir viel lernen konnten und viel Spaß zusammen hatten und eine tolle Zeit zusammen haben. Wir drei haben uns richtig gut verstanden. Trotzdem ist immer die Situation da, dass einer heute von euch beiden gehen muss. Und es ist für mich eine schwierige Entscheidung und ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ich entscheide
mich heute für ein Mädchen, wo ich die Liebe zur Musik so sehr bewundere, und das bist du, Lara. Lara, du bist weiter. Ganz toll, Lene, dein Applaus. Vielen, vielen Dank. Dankeschön. Du bist die Gewinnerin des Battles, Lara! Ich bin einfach nur total glücklich. Ja, mehr kann ich auch nicht sagen.